Hallöchen, ist wieder da. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, hier zu einer weiteren Folge The Legend of Zelda Ocarina of Time. Du hast mich in meiner Begrüßung unterbrochen, das ist gemein. So. Ja, aber vorletzte ohne deine Mission. Wissen die Leute ja nicht, dass sie hier bei The Legend of Zelda Ocarina of Time sind. Muss man auch mal sagen dürfen. Tja. Finde ich jetzt ehrlich gesagt blöd, dass du das nicht... Specifically, metallic planetoid orbiting a pulsar within a nebula. There's one system that meets these requirements. Havas Kul in the Beseng. Ja, und man sieht hier auch schon das kardassianische Schiff. Achso, sieht man es schon? Siehst du schon? Hä? Was? Bei mir steht hier schon, ich habe die Mission schon angenommen, deswegen steht ach hier so, schon. Achso, ach ja, jetzt Schiff. Quarks Flotte. Ja. Die Tain. Nee, Garaks Flotte steht. Die Zuftain. Genau. Benannt nach dem ehemaligen Führer des Obsidianischen Ordens. Inabrand Tain. Legen wir los. Denn Inabrand Tain war ja... Achtung, Spoiler. Ich habe nicht gespoilert. Ich wollte jetzt gerade sagen, Achtung, Spoiler bei keinem Spoiler. Na gut, dann können wir beginnen? Ja, ich habe schon geklickt. Sehr schön. Slack gerade wieder mit diesen wunderschönen Prozentzahlen, die so nichtssagend sind. Hab ich schon mal gesagt, wie gern ich Ladebalken habe, die nicht linear laden, sondern irgendwie in, ich mache jetzt mal irgendwo ewig lang die ersten 5%, dann mache ich plötzlich einen Riesensprung und dann mache ich plötzlich nochmal einen Riesensprung. Wenigstens weißt du, wo du bist. Ja, danke. So. Bling, bling. Deine Augen machen bling, bling und alles ist vergessen. I have to say. Survey reports on this system really don't do it justice. A nebula, a pulsar, dark energy, and the Herk geht's ab. Nor I. Isn't that strange? One would think they'd place a heavy guard on their home system. How peculiar. Let's use this opportunity to look. Tja, hübsch hier. Machen wir mal einen Systemscan. Interference from the nebula. Let's see. Plethora of heavy metallic compounds. There's a moon nearby. Preliminary scans aren't showing much, but it's just the kind of place the Herc could be using to hide a base or a fleet. The pulsar's throwing off a lot of hazardous energy. Los geht's. Most astute. Let's make the appropriate shield adjustments. I don't like this. Scans are showing a lot of bare rock. It's a lot like it's being completely stripped of anything remotely useful. The calling card of the Herc, if I'm not mistaken. Ja. Jetzt setzt deinen Kurs auf den Planeten. Oder etwa nicht. Na, ich habe jetzt erstmal die Sonde losgeschickt. Ach so. Sag mal, bist du bei mir mit drin? Ich habe keinen Plan. Ich sehe dich. Du bist doch gar nicht hier. Genau, nicht. Ah. Können wir das überhaupt gemeinsam spielen? Wir waren noch in der Gruppe eigentlich, oder? Ja, klar waren wir in der Gruppe. Ja. Dann können wir es anscheinend gar nicht gemeinsam spielen. Tja gut, dann setze ich ja mal einen Kurs auf den Planeten. Ich setze jetzt gerade auch Kurs auf den Planeten. Versorge mich mit hilfreichen Informationen. Please. Soll ich das? Nee. Nein. Entering scanning range now. Suche ich jetzt mal den Planeten. Ich kommentiere jetzt einfach alles, was ich mache. Jetzt lese ich diesen Text durch. The planet has a highly eccentric orbit. Looks like it collects matter from the nebula as it sweeps around. Jetzt piepst du dich runter.
Jetzt klicke ich zuerst mal auf Fortfahren. This orbit coincides. We're reading complex structures here, along with power systems and technology. This could be a base of operations for the Herc. Let's meet on the Defiant. We'll need to make some preparations before we send an away team down there. Und jetzt teleportiere ich mich zu Defiant. Defiant. Jetzt wird's gleich nervig. Hm. I've sent a team down to establish a secure zone. They're ready for you, but you'll want to put on an EV suit before you beam down. We have some in that container for you to use. Ich hasse es. Raumanzüge. Das wird nervig. Raumanzüge verwenden. Das sind doch nur schon. Ach so, ja, fürs Außenteam ist ja gibt Sinn, ja. Ich vergesse immer die. Was war denn gerade nochmal der Knopf für Warum legt man das Charaktermenü auf U? Ich weiß auch nicht. Ich drücke immer auf B wie in WoW. Aber in B. Ich wollte gerade das. Dann ist man in diesem Kampfdings drin, oder? Ja. In diesem ich ziele selbst anstatt den Computer zielen lassen. Den Controller Menü quasi oder hat. Was auch ab und zu auch ganz lustig ist, aber irgendwie mache ich das nie. Wenn man die andere Möglichkeit hat, dann ist man dann doch irgendwie zu faul. Ja. Obwohl ich Leute kenne, die so spielen. Ja, mein Gott, sollen sie halt. Ach, verdammt, ich hab schon wieder auf B geklickt. Und ich habe jetzt auch schon wieder auf C geklickt, weil wenn man auf C klickt, dann duckt er sich ja hin. Crouch. Macht auch noch irgendwo Sinn. Bloß irgendwo bin ich das gewöhnt, dass man da auf Charakter geht. Ach, aktivieren muss ich ihn jetzt noch. Hätte ich jetzt beinahe vergessen. Den Transporter betreten. Aber was viele nicht wissen, ist ja, dass Garak ja eigentlich klaustrophobisch ist. Insofern sind Tunnel nicht das Schönste für ihn. Ist ja ein hübscher Planet. Mit komischen Leuchtquellen und Nebel. Affirmative. If you need transport, there may be a slight delay due to pulsar emissions. I'm getting something odd on my tricorder. Es läuft ja schon wieder toll. Ja, läuft ja wie geschmiert.
Total. Aber die Mission ist cool. Bin gefallen. In die tiefsten Tiefen und höchsten Höhen. Glad you're still with us. Whatever that was must have left you for dead. I'd get Lizzie in case it comes back to make sure. Looks like you're in a series of tunnels that connect to a larger cavern. Garrick and Bashir are to your position. They're moving into a large open chamber. Wie das auf so einem Bergplaneten abgeht. Be careful. Some of the crystal formations down there are emitting intense amounts of energy. This is Bashir. Garrick and I are alive, but we're a little lost. Geh doch auf, Mensch. Danke. Das ist schon ein Stück weiter wahrscheinlich, oder? Ich bin da gerade irgendwo runter. Ach, ein kleines Stück, ja. Die Karte funktioniert hier ja nicht. Das ist ja echt toll. Ja, es ist toll. Es ist wunderschön. Vor allem mal niemand, der dir sagen kann, schau auf Minimap. Ja, wenn du das ab und zu mal machen würdest, müsste ich es dir nicht andauernd sagen. Fresse. Kennt ihr das, wenn ihr mit Leuten zusammenspielt, die immer schlauer sein wollen als du? Nicht schlauer sein. Wollen. Ja, das wollen. Was man will. Schlauer sein. Sie wollen es. Es hat auch nichts mit sowas mehr oder weniger spezialisiert. Es hat auch nichts mit Schleue zu tun. Es hat einfach was mit Wissen zu tun. Und Erfahrung. Es hat was damit zu tun, ob man spielesüchtig ist oder nicht. Darum geht's. Das ist eine Lüge. Wenn ihr nach Spiele seid, dann wendet euch bitte an die BZGA. Was soll das jetzt sein? Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Die helfen euch. Ernsthaft jetzt? Ja. www.bzga.de. Infos und Hilfe. Ja, aber bzga.de ist ja eigentlich bei Rezepten und Medikamenten und so, oder? Hätte ich jetzt gemeint. Nö, die klären eigentlich auch, klären auch zu Krankheiten auf. Ich meine ja bloß, hat eigentlich, wie oft, gibt's da Statistiken, wie oft da jemand anruft und da wirklich mal fragt? Ich meine, wenn irgendwo Medikamentenwerbung oder so ist, Leute, heißt es ja immer wieder www.bzga.de und so weiter und so fort. Und es wird ja immer die BZGA. Das heißt auch bei Glücksspiel. Ja, genau, bei Glücksspiel und bei dem ganzen Zeug wird es ja immer erwähnt. Ja. Oh. Naja, das glaube ich schon, weil du wirst auch bei Hilfestellen auch an die verwiesen. Wieso kann ich gerade meine Waffe nicht benutzen? Und ich frage mich gerade, wieso? Jetzt sollst du auch einfach deine Waffe nicht benutzen, du sollst weglaufen von dir. Ach so. Ja, warum sagt mir das nicht gleich? Lauf, hat sie gesagt, lauf. Ja, das hat sie mir jetzt gesagt. Ich wette, er fällt runter. Wollt ihr mit mir wetten, Leute? Hazardous energy and anti-gravity ahead. Verloren! Haha! Ja, du hättest nur ein bisschen warten müssen. Dann hätte ich sogar einen richtig tollen Wetteinsatz gebracht. Ja, ich hätte es dir bloß nicht sagen brauchen. Ich hätte gesagt, wenn du es schaffst, drüber zu springen über alles, dann musst du nicht im ASMR-Video mitmachen. Tja, Pech. Ich habe nie gesagt, dass ich in einem ASMR-Video mitmache. Oh, müssen wir letztes Let's Play die Aufnahme wiederholen? Muss ich es dir gesagt, dass ich vorspielen, will ich damit meinen? Nee, musst du nicht. Ich habe nie gesagt, dass ich da irgendwo mitmache. Ja, Leute, für mich hat das gesagt. Für euch auch? Es ist mir egal. Schreibt es in die Kommentare. Oh Mann, ey. Hallo? Komm ich da irgendwie durch, bitteschön? Muss ich so überhaupt lang?
Ich weiß gar nicht, wo ich lang muss. Vor allem die Questbeschreibung ist auch toll. Weit kommen. Ja, komme so weit wie möglich. Oder wie, oder was? Oder? Das ist ganz einfach. Du bist gerade beim Schwebeding. Aha. Was? Das ist daran so schwer? Ja, die Questbeschreibung ist so toll. Damit sich die Türen öffnen und einfach weit kommen. Ja. Es ist so typisch. Bloß weil dir sonst woanders alles vorgekaut wird, jeder Dreck. Ja, ich mach das ja eh, ich sag's ja nur. Weißt du schon, hast du dir mal mein Zelda-Let's Play angeschaut? Weißt du, wie viel dir da erfährst du alles nur aus Dialogen und selbst da musst du ein bisschen findig sein. Habe ich mich jetzt gerade eingesperrt? Ich glaube, ich habe mich gerade irgendwie eingesperrt, oder? Kann das sein? Hallo? Doch ständig irgendwo ein. Ja, nee, hinter mir ist gerade eine Tür zugekommen. Ist über mir war. Ach, es geht hier wieder nach oben. Ja, da muss man natürlich auch mal drauf kommen, ne? Nee, das weiß man doch, wenn man in der Schwerkraft ist. Du kannst auch mit deinen Tasten lenken. Nee, eben nicht mit deinen Tasten, sondern mit deiner Maus, wollte ich eigentlich sagen. Ja, das mache ich doch schon die ganze Zeit. Au! Drecksvieh, das hat mich auf einen Schlag gekillt gerade. Oh. Ich hab dich nicht nach deiner Meinung gefragt, glaube ich. Das tue ich oftmals auch nicht, ich krieg sie trotzdem immer. Aha, toll. Bashir und Garrick are just past this chamber. Schön. Sag mal, sehe ich dich gerade? Nee, ich glaube nicht. Dann hier stehst du da. Exo-Xeltan. Oder bist du? Nee, ich denke mal, das ist einer von deinen Besatzungsmitgliedern. Ah, einer meiner Leute. Das sind die Guten. Das sind mal tolle Türen. Die gehen nicht so auf wie alle Zukunfts-Science-Fiction-Türen mit einem Zischen oder sonst was, sondern schon mit einem schönen, dunklen Rumpeln. Langweilig. Was ich mich bei solchen Gängen immer frage, ist, warum bauen die immer so hoch? Ich habe bisher noch keinen einzigen Herc gesehen, der irgendwo auch nur annähernd in diese Größe, an diese Größe rankommt. Ja, das sind halt. Naja. Verstehst du sowieso nicht. Egal. Ja. Ne, ich meine, ich habe gesagt, es ist lerne einfach manchmal mit Sachen zu leben. Kann nicht wahr sein. Außerdem gibt es ja das bei Insekten immer mal wieder. Ja, das stimmt. Klettern halt dann an den Wänden und so lang, gell? Verdammte Scheiße, wir sind doch auf dem Planeten. Warum haben bestimmte Tunnel fehlfunktionierende Gravitationssysteme? Ja, vielleicht hat der Planet keine hohe Anziehungskraft. Weil die Masse überhaupt nicht verdichtet ist. Hm. Man sollte das zwar von dem Planeten erwarten dürfen, dass er eine dichte Masse hat, aber tja. Okay, keine Chance. Run! Run! You made it. We were about to leave, but... No! No! What's going on? Ishimura's vitals just flatlined.
Och nee. Wenn ihr aber gerade einen Bug da ganz kurz die Karte einblendet, wie ich draufgeschaltet habe, also M gedrückt habe. Okay. Ja, nee, bei mir kräuselt es sofort. Tja. Da kann ich aber eh nichts für. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo es lang ging. Die Orientierung verloren. Alle sagten, oh nein, er hat die Orientierung verloren. Aber ich wusste es besser. Carlos Blatt hat irgendwann ein Schiff erhalten. Irgendein Klasse 6 Schiff. Kam es bei dir auch? Ja, ja. Nett. Ich irgendwie, auf der einen Seite finde ich es irgendwie nervig und auf der, oder eigentlich gar nicht nervig, stört mich nicht, aber irgendwie finde ich es auch lustig. Also ich finde es im Chat finde ich das ja einigermaßen, mein Gott, da denke ich mir dann, ja okay, von mir aus sollen sie halt machen, was sie wollen. Aber wenn es mitten am Bildschirm eingeblendet wird, was ja normalerweise passiert, das geht mir auf den Geist. Vor allem, weil ich überhaupt nicht verstehe, warum sie das überhaupt machen. So, hey, es gibt da jemanden, der aus einer Kiste seinen Glücksgriff gezogen hat oder was. Mach am besten auch ein paar Kisten auf, damit du auch dein Schiff rauskriegst, wenn du es haben willst. Stimmt. Oder wie? Was ist die Idee dahinter? Vielleicht so ein bisschen so ein... Ja, vielleicht einfach auf der einen Seite eine kleine Huldigung und auf der anderen Seite bei den anderen so ein bisschen das Kaufinteresse schüren. Wahrscheinlich. Das wiederholt sich alles. Das ist jetzt schon der dritte Typ, der irgendwo angegriffen wird, nachdem er irgendwie einen Raum erreicht hat. Man nennt es auch Horror im Weltall. Ja, mein Gott. Ich bin jetzt gerade... Alter, wie viel Schaden hat er gerade gemacht? Ach, jetzt bin ich wieder da. Ja, toll. Oh, jetzt sehe ich die... Jetzt habe ich auch... Jetzt, ich bin gestorben, dann habe ich auch kurz die Minimap gesehen. Der macht viel Schaden. Ja. Und mit viel meine ich viel. So. Hier war ich schon. Hier. Außerdem ist es ein Mutant. Steht doch sogar da. Ja, ja. If the legends are true, we must deal with this threat head on. For there is no honor in retreat.